Noch 3 Tage. Dann müssen alle Stände an der Promenade fertig sein. In diesem Jahr eine besondere Herausforderung: die gestiegenen Material- und Personalkosten. Was bei uns dann natürlich ankommt und was auch so in der Form nicht einplanbar war. Das heißt, wir werden dort am Ende sehen, wie die Finanzierung dann aussieht, was jedes Jahr ein sportliches Unterfangen ist. Der sportliche Wettkampf auf dem Wasser, wie im Vorjahr, hochkarätig. Vor Travemünde wird es um gleich 2 Weltmeisterschaftstitel gehen. Insgesamt werden etwa 1500 Segler starten. Wir haben Weltmeisterschaften bei den IC-Kanus, bei den Flying Juniors. Wir haben die deutsche Jugendmeisterschaft bei den Optimisten und den Teenies. Alleine bei den Optis sind 244 Kids hier am Start. Also das werden spannende Rennen werden. Ab Freitag werden hier dann bis zu 500.000 Besucher erwartet. Los geht's mit mehreren Live-Konzerten.